Dankeschön. Nein, du gehst doch nicht lang. Da musst du lang. Oh, okay. Ich habe fast vergessen, die Taste zu drücken. So. Dankeschön. Und flupp. Checkpoint, was hältst du davon? Hm? Lustige Bällchen. Die haben auf jeden Fall eine Menge Spaß, so wie es aussieht. Oh, beweg dich doch ein bisschen nach vorne, ein bisschen schneller. Aha, aha, aha. Das ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Das ist erstmal sehr schön zu sehen. Da oben wäre ich wahrscheinlich gespratzelt worden. Aber gut, vermute ich nicht. Okay, okay, okay. 40 Stück haben wir noch. Wie soll ich denn da hochkommen, sag mal? Ich schaffe hier niemals ansatzweise. Okay. Gucken wir doch einfach mal, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, okay. Ich hab's verstanden. Zwar nicht so ganz, aber ansatzweise. Nee, das ist nicht dein Ernst. Ich muss ja jetzt. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, was soll ich denn sonst machen? Das reicht nicht aus, okay. Das heißt. Jawohl! Oh, Alter! Alter, bin ich gut! Ich darf nur nicht sterben. Okay, okay, okay. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Oh Gott. Ja. Oh. Ich will einen Checkpoint, bitte. Bitte gib mir einen Checkpoint oder 5. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, habe ich viele verpasst. Echt jetzt? Oh, ey, was ist denn hier los mit den Kisten? Jetzt mal ohne Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein. 18 Kisten? 18 Kisten habe ich verpasst? Alter. Nee, ich will es nochmal machen. Nicht wegen der Kisten, sondern wegen des Überlebens. 18 Kisten? Puh. Das ist mega viel. Ich meine, 2 Kisten denke ich mir, okay, dann habe ich irgendwo in der Ecke vielleicht nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, ich spiel jetzt erstmal weiter, ey. Ich guck, wie gesagt, 2 Versuche mache ich dann immer pro Level. Und dann, weiß ich, vielleicht finde ich immer ein Kistenradar oder sowas, ne? Weil, ey, geht ja nicht, ey, hör mal. 18 Kisten! Ich habe einfach mal einen verkackten, kompletten Bereich offensichtlich dann nicht gesehen. Das ist echt viel. Ja gut, aber ist egal. Ist egal, ne? Ich sag ja nicht, dass ich das in 2 Parts durchspiele, das Spiel. Also entscheidend ist halt, das ist halt echt... Das haben die auch halt einfach geil gemacht. Das macht Bock. Auch wenn die Kisten echt hart sind. Hallo! Und die Level auch gar nicht so kurz, ne? Gerade wenn man sich Mühe gibt, natürlich alles zu holen. So. War hier. Das war hier. Okay. Da müsste auf jeden Fall alle kaputt sein. Ich versuche jetzt auch nicht alle Kisten zu holen. Ich will eigentlich nur immer die Masken haben. Weil ich jetzt nämlich eigentlich versuchen möchte. Ja, nicht zu sterben, ne? Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Oh! Aber die 18 Kisten können auch sein, dass ich einfach ganz viele Einzelbereiche, wo es halt Kisten gab, übersehen habe. Natürlich eigentlich genauso scheiße wäre. Na ja, gut. Ist halt so, ne? Muss ich einfach durch. Mega Mix. Okay. Geh erstmal hier lang. Checkpoint. Ah! Lalalalalalala. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Ist das materialisiert? Nein. Okay. Alles klar. Okay. Das habe ich letztes Mal nicht gesehen. Auch eine Eigenheit von Crash-Spielen. Ich meine, ihr wisst es natürlich alle, ne? Aber ich denke ja immer, vielleicht ist der ein oder andere unter euch dabei, den alten Crash noch nicht kennt. Es gibt hier offensichtlich auch farbige Edelsteine. Das bedeutet, wenn ich einen roten Edelstein habe, dann komme ich auch an den Kollegen da dran, den wir da gerade wahrscheinlich gesehen haben.
der uns vielleicht dann auch zu den letzten 18 Kisten führt. Weil, wisst ihr, was das Traurigste an der ganzen Geschichte ist? Ich hatte gar nicht mehr dran gedacht, dass es sowas gab. Und bis jetzt hätte ich recht nicht gedacht, dass sie das hiermit adaptiert haben. Ja, komm. So, dankeschön und danke auch. Das heißt, auch die zwei Kisten können vielleicht irgendwie damit zusammenhängen, dass mir irgendwo irgendwas gefehlt hat. Vielleicht ein farbiges Edelsteinchen oder sonst irgendwas. Nö, obwohl ich habe jetzt keine Lust. Wir machen das jetzt rubbel die Katz hier. So. Dankeschön. Wir holen jetzt auch keine extra Sachen oder sonst irgendwas. Es ist schade um die Mühe und um die Achievements, die ich gerade alle geholt habe, ne? Aber gut. Was will man machen? So. Dankeschön. Flup. Flup. So. Eigentlich sind die doch gar nicht so lange, wenn man die jetzt mal ohne Kisten, ohne alles, ohne Sucherei macht, ne? Na, jetzt sind wir schon durch. Schau mal einen an. Hab immerhin einen Edelstein nochmal extra geholt. Crash Presse! So, wunderbar. Jo, weiter. 54 Minuten? Das ist hart. Boah. Eieiei. Die Level sind echt lang. Ich habe zwei Level jetzt in 27 Minuten, also jeweils 27 Minuten gebraucht. Oh Mann. Da ist mal 100, ne? Ich kann es noch mal wiederholen. Oh, was ist denn hier passiert? Rückblendenbänder freigeschaltet. Dreh die Zeit zurück bis in die 90er. Spiele Rückblendenbänder ab, um das Training von Crash und Coco in den Testkampf von Neo Cortex mitzuerleben. Nö? Sollen wir das machen, oder? Machen wir erstmal die Stage weiter. Wir machen das jetzt. Beenden 90% alle Kisten. Aha. Ah, das sind verschiedene Bänder. Ah, guck mal, das ist alles für Crash. Und das sind die für Coco. In den Leveln ohne ein Leben zu verlieren, damit du sie sammeln kannst. Erreiche Rückblendenbänder in den Leveln ohne ein Leben zu verlieren. Ah, okay. Das heißt, wenn ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Level bestehe ohne ein Leben zu verlieren, dann bekomme ich offensichtlich die Bänder. Die Frage ist, sind das jetzt chronologisch aufgeteilt? Also wenn ich jetzt eigentlich das, wenn das jetzt eigentlich das dritte Band gewesen wäre, was ich hätte sammeln können. Wäre das denn auch hier oder ist es einfach egal, kommt nur darauf an, auf die Reihenfolge, wie ich sie einsammle. Also dass das erste Band, egal in welchem Level, immer dieses Level ist. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ah, okay, komm. Ja. Auf geht's. Subjekt 218. Das ist wahrscheinlich, jetzt spielen wir wahrscheinlich das Intro aus dem allerersten Teil so ein bisschen nach, könnte ich mir vorstellen. Prepare the female Bandicoot. Ah, der erste Teil war cool. Hat mir gefallen. Experiment Lockbuch. Folge das Subjekt. Erster Test. Oh, die Mucke! Oh, wie schön. Die ganz geil, muss ich sagen. Oh. Ja, die Kisten sollen kaputt gehen. Sie sollten keine unüberwindbare Barriere sein. Barriere! Ich gestalte die anderen Tests. Nein. Hier ist mal ganz nice das Level, muss ich sagen. Zack, 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 zack. Man kriegt schon irgendwie eine Trophäe. Ich springe 100 Meilen vor, ohne den Boden zu berühren oder so. 3, 4, 5. Zip. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Ah, hat aber noch gereicht. Hervorragend. Zip. Zip. Hälfte haben wir gleich schon mal. Also, aber das gefällt mir sehr gut. Es gab auch sowas ähnliches damals bei Rayman 3. Da konnten auch Bundeslevel freischalten, die so den alten Spielen angeglichen worden waren. Ich gucke jetzt gerade schon mal so ein bisschen die ganze Zeit im Hintergrund, ob man da irgendwas erkennt. Also man erkennt natürlich super viel vom ersten Teil wieder, von Stages auch teilweise. Okay, ich habe Schwarzbild. Deswegen muss ich jetzt gerade so spontan pausieren. Okay, das war jetzt natürlich ein bisschen kacke. Aber bisher hat mich das Wegkommen des Bildes noch nie dazu geführt, dass ich irgendwas nicht geschafft habe oder dass ich deswegen gestorben bin. Finde ich erstmal sehr gut. Jetzt ist mal die obere Etage weg. Und
arbeiten wir uns unten weiter vor. Hujo! Fums! 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 Nein, Herren, das ist so blöd. Haben wir es gleich geschafft? Vielleicht. Zack, 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 zack. Wie viel Wunderfrüchte waren das? 100 oder 80% hier? Weil hier 100% ist ja kein Problem, weil ich sammle die ja eh automatisch ein. Ja? Erster Test abgeschlossen. Gut gemacht, Subjekt. Vorbildliches Testobjekt. 118 zerbrochene Kisten. Hä? Hä? Ich versteh's nicht. Ich sollte doch drei Sachen bekommen, oder nicht? Oder ist das so eine Entweder-Oder-Geschichte? Ich reihe das nicht so genau. Oder hat vielleicht sogar jede Rückblende, hat vielleicht sogar nochmal andere Voraussetzungen. Das kann natürlich auch sein. Nur kurz gucken. Ah ne, ich habe sie alle drei bekommen. Okay. Das heißt, das eine wäre das einfachste gewesen. Das zweite, also beenden natürlich das einfachste. 98% der Kisten. Ah, okay. Das wäre dann ja, mittelgut gewesen. Und Platin ist jetzt halt... Ah, es ist wahrscheinlich noch 4 Gold und Platin. Indem ich alle Kisten zerstört habe. Ja, okay. Der Mobs wird natürlich auch überall platt. Ach, das ist zum Kotzen, ey. Ich habe ja so viel zu tun. Komm, Roadtrip. Oh, darf ich jetzt Motorrad fahren? Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Was ist denn hier unten für ein hässlicher Skin? Oh Gott. Komm, weiter. Immer weiter. Sagt der Tacho, ein Stündchen nehme ich auf. Ah, ich könnte vielleicht noch bis Engine kommen. Rocket Head. Ich bin mal gespannt, ob es ja auch noch andere Level gibt, außer Jump'n'Run Level. Aber wenn das wirklich 100 Level sein sollten, ey, Heidewitzka. Da haben sie natürlich ein bisschen was vor sich, ne? Da wird auch ein bisschen Abwechslung, glaube ich, ganz gut tun. Wobei eigentlich die Level immer scheiße waren, echt. Also in jedem Teil. Wobei die gab es eigentlich nur beim dritten und bei Zorn des Cortex. Ich glaube, es ist ein Rennlevel. Nein, es ist kein Rennlevel. Also noch nicht. Wer weiß, wo es noch hinführen wird. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch sinnvoll, nicht zu sterben. 168. Alter. Wie viele Kisten es hier gibt immer, ne? Das ist unglaublich. Ab. Verzupf dich. Aha, aha, aha. Nein! Aber egal, ich habe mein Leben direkt wieder bekommen. Dafür steht der Tod da jetzt in der Statistik. Das Kacke ist das. Und natürlich bin ich gestorben, ne? So hätte man es machen sollen. So und nicht anders. Mit der dicken Wumperfrucht. Wie viel gibt die eigentlich her? Da habe ich noch nie drauf geachtet. 50, 30, immer so um den Dreh rum. Hallöchen. Hallöchen. Ah, ich wollte doch gar nicht auch kaputt machen. Was steht da? Jifze. Im Hintergrund am Highway oder was soll das sein so? Hi. Da ist eine Limonade. Ich will die Limonade haben. Kann ich das zerstören hier? Was ich sehr interessant finde. Seht ihr, was ich meine? Warum geht das so in die Tiefe? Aha! 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 Du kleiner Schlawiner. Ja, das war ja klar. Auch nicht unter. Da hätten die mir ruhig mal einen Tipp geben können, die blöden Penner. Unglaublich, echt. Hat die einfach gar nichts mitgemacht, ne? Da habe ich die Walkie-Head-Schilder auch kaputt gemacht. Ah, und hier der Klassiker. Der Klassiker. Immer einfach mal wieder zum Bild zurückgehen. Warte, die alten Zeiten halber. Hallo. So. Das ist ein toter Hase. Naja, warten wir nochmal ab. Motherfucker! Alter, das ist so ein Spiel, ey. Das würde ich nicht let's playen, ne? Ich würde das so durchballern, das Scheißspiel, ne? Ich würde das so aufsaugen. Ich glaube, die Kette. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kette berühren darf. Ist das eine neue Kiste da hinten? Okay. Echt ein neuer Kistentyp. Cool. Die gab es bisher, glaube ich, noch nie, die Kisten. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich habe einiges gespielt. Und Lückrecht. Ah!
guck mal einer an. Lalala. Ja, klar, der Homo ist natürlich auch. Finde ich aber geil, dass es dann zumindest angedeutet wird, dass es da so ein Band gab. Oh Mann, das macht jetzt noch mehr Bock. Ich hasse das Spiel. Das hat mich schon komplett gekriegt, ey. Alte Drecksache. Mann. Boah. So, 19 Kisten. Ich kann mir ruhig mal ein paar mehr Kisten hier in die Bonuslevel packen. Nehmen wir mal ein Beispiel an, hier. Wie ist das? XS. Dips. Ich habe so eine Befürchtung. Ich habe da irgendwie so eine Befürchtung. Ich weiß nicht. Ich habe da... Yep. Weil da wäre ich ja nicht mehr dran gekommen. Ja, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das habe ich befürchtet tatsächlich. Ah ja. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ganz gediegen einmal den hier. Flup, flup. Zwei Leben, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ja, die kriegen wir auch noch platt. Okay, ich spiel mal doch lieber zurück. Ich habe überlegt, sollst du die Früchte holen, sollst du die nicht holen? Da hab ich mir gedacht, ja, vielleicht doch nicht. Okay, Nitro-Kisten dürfen wir jetzt in dem Level nicht mehr zu erwarten haben. Und trotzdem gibt es noch 110 Kisten. Ah, die geben schön viele Wumperfrüchte her. Das muss man den Kisten ja schon lassen, ne? Duh. Halt die Fresse. So, okay. Ärgerlich, das war auch so ein dummer Tod, ne? Okay, ich habe die Maske direkt wieder verloren, die ich gefunden habe. Auch nicht schlecht. Das war ja auch so ein dummer Tod, wie ich gestorben bin, ne? Also das bereitet mir echt Probleme, gerade schon ein bisschen. Das ist gerade nach links laufen. Okay, das ist ein langsames Förderbändchen. Oh Gott, okay. Bist du größer als die anderen? Nee, ne? Das war nur die Perspektive, glaube ich. Man schaut Schauspieler ja auch mal gern, oder Regisseure. Guck mal, ein König im Hintergrund, ein Skelettkönig. Okay, das ist schon mal ein Checkpoint. Guten Tag. Fresse. Ja, okay, hier bringt mir das Hochklettern auf jeden Fall erstmal nichts. Uaiaiai. Oh, das musst du mir schon sagen, dass sowas passiert. Ah, Aufzug. Okay, es hat funktioniert. Wie auch immer. Den brauche ich nicht zu nehmen. Hier ist zu viel selbstscrollende Scheiße. Das ist hier mein großes Problem. Hallo? Denk dran, ich muss hier immer noch irgendwo einen Edelstein finden, ne? Dankeschön. Okay. Ich habe mich selbst getötet mit der Plattform im Gesicht. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, dass das auch funktioniert. Schön. So, da ich das... Oh, Schwarzbild. Oh, warum tust du mir das an? Oh, mein Controller, genau, der ist gleich leer. Das stimmt. Da war ja was. Nein! Ich hab... Moment. Warum? Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Tut mir leid. Ich habe doch alle Nitro-Kisten zerstört. Oder galt das nur für die Sachen im Bonus-Level? Das war früher aber nicht so. Nein! Ich bin auf den Kreisknopf gekommen, ich Vollidiot. Tut mir echt leid. Okay, das war auch ganz schön knapp. So, schwing doch mal ein bisschen. Crash. Crash. Scheiße, ja, der ist weg. Der kommt bestimmt nochmal wieder runter, oder? Naja. Ich bin aber auch ein Horst, Alter. Okay, da kannst du ja schon mal die Plattform holen. Dann, ach ja, stimmt, da war ja was. Guten Tag, hallo, wie geht es Ihnen? Ich befürchte mal, ich müsste eigentlich das Ding
Ich kann es ja trotzdem einfach mal so zerstören. Einfach weil ich möchte und weil ich es kann. Ja, er kommt runter, er kommt runter. Sehr nett von dir. Aber den nehme ich schon mal wegballern. So. Haha. Guckst du nämlich blöd. Wusste wisch. Okay, so komme ich da auf jeden Fall nicht hoch. Lalalala. Alter, hab ich ein Schwein. Da habe ich richtig Glück gehabt. Tatsächlich. Heidewitzka, ey. Purr. Ich bin zu geil auf den scheiß Kreisklopf offensichtlich. Okay, hä? Verstehe ich nicht so ganz. Hm. Das wird so nicht, das wird so nicht funktionieren. Hm. Hm. Sehr interessant. Hm. Ne, da komme ich da. Also von da aus komme ich auf jeden Fall nicht mehr dahin. Oder das will mich doch höchstwahrscheinlich jetzt töten, oder? Ah, vielleicht war der Checkpoint noch nicht so eine gute Idee. Aber ich würde von... Hm. Wie soll das funktionieren? Hm. Ja, okay, wir gehen vielleicht erstmal weiter. Geschehen. Nein, ich komme nicht mehr zurück. Ja, das ist doch scheiße. Ja, ich habe gedacht, man kann vielleicht die NATO-Kiste kaputt machen. Aber wie soll man das denn dann schaffen, sag mal? Hm. Ich überlege gerade echt, wie soll man das denn machen? Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, wie es an der Stelle aussah. Ah, da war nichts. Oh Gott, da hätte ich mich fast nochmal selbst getötet. Selbst wenn es so wäre, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Nee, ich tue dir nichts. Bist du eigentlich nett. So. Dankeschön. Okay, Verfolgerlevel. Oh yeah! Seid ihr bereit? Startet die Sabotage! Oh no, oh no. Kann ich springen? Ich kann springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich Gas geben oder so? Irgendwas? Wow. Eine geile Verfolgermucke. Ich schätze mal, die Ölfüße, was das da sein soll, die machen uns wahrscheinlich langsamer. Genauso wie der Stacheldraht. Das Ding soll uns am besten wahrscheinlich nicht treffen. Ich vermute mal, dann werden wir höchstwahrscheinlich sterben. Ah, lalalalalalala. Also ich weiß, ich ist ja schon nicht sehr weit. Also die Sicht ist zwar da, aber das Weit fehlt ein bisschen. Nein! Tötet die Milton! Findet die Halbi! Checkpoint! Sieht's aus? Ach, es geht weiter. Wie sollte es auch anders sein?